Halleluja. Was hat hier für ein Bäumchen? Ah, Natur. Gib mir einen Apfel wenigstens. Dann würde sich das lohnen. Nee, natürlich nicht. Ein Rundschild der Wiederherstellung. Wenn er Schaden erleidet, hat Kratos eine Glückschance auf Abwehr und bei seinem nächsten Schildschlagtreffer auf Wiederherstellung der Gesundheit. Ja, ganz nice. Diese Chance erhöht sich bei geringer Gesundheit. Ja, Vitalität ist ein bisschen besser. Aber 29, der Balken ist nicht sonderlich weit fortgeschritten. Die Wahrscheinlichkeit wird sehr gering sein. Lass es immer noch. So, weg mit dem Scheiß. Na, natürlich. Wusste doch, dass hier noch was kommt. Ja, spürt den Baum. Ey, schon wieder mitten in der Animation, Mann. Warum stinkt die überhaupt so? Ey, die heilen sich ja die ganze Zeit. Muss irgendwie erledigen. Was ist das denn für eine Scheiße? Wie gemein ist das denn, Alter? Ich dachte, ich spiele hier um Gnade. Und die Affen müssen wir noch. Meine Güte. So, ist jetzt Ruhe. Okay, geh mal wieder rüber. Möge Freya niemals wanken. Die andere Hälfte flieht. Möge sie uns stets beschützen. Ein altes Sprichwort sozusagen. Mhm. Ich höre sie da drin. Mach dich bereit, sie zu erledigen. Na, ich sehe sie schon. Kann ich das von hier machen? Direkt zum Flug? Ja, geil! Aha, hab dich noch gekriegt. Oh, was ist das? Ah, okay. Weg mit deinem Kopf. Was schreit denn da noch? Okay. Moment. Bam. Ins Feuer. So, wer will einen Stein haben? Der Baum. Okay. Dann komm doch runter. Nein, muss man mal alles selber machen. Ist doch nur eine, oder? Da hinten. Noch ein Dude.
Nein, ich wollte da unten aufsammeln. Ist jetzt Ruhe. Die Musik sagt nein. Komm mal her. Hier ein Stein. Was Odin mir angetan hat. Er hat jede Erinnerung, die ich an mein Zuhause habe, entweiht. Sei froh, dass du ein Zuhause hast und dass du dich gerne erinnerst. In Sparta nahm man die Kinder ihren Eltern weg und erzog sie in der Agoge. Wir marschierten oder starben, stritten um Reste oder hungerten. Man schlug uns, bis wir nicht mehr stehen konnten. Abends schlichen wir nach Hause, allein, gejagt von den Wölfen. So werden Spartaner gemacht. Klingt traumatisierend. Tolle Kindheit hattest du. Das sieht ja so aus, als könnte man das verbrennen, oder? Nein, doch nicht. Doch. Aha. Ich finde doch alles. Diese Pflanzen verhalten sich wie die Hohnstangen, die wir einst im Vorland von Midgard fanden. Glaube nicht, dass ich durchkomme, oder? Ja. Ah. Tja. Wenn man bedenkt, wie Spartaner sind, ist es kein Wunder, dass du so geworden bist. Dein Schicksal war vorbestimmt. Man kann sein Schicksal ändern. Das dachte ich auch immer. Als die Nornen das Schicksal meines Sohnes weissagten, wollte ich es ändern. Du weißt, was das für ein Ende nahm. Die Nornen sind die Mäuren dieser Welten. Ganz genau. Der Prophezeiung zu trotzen ist riskant. Nein! Oh, aber der Finger war wieder zu schnell war als der Ton, ey. Oh, verdammt. Ich wollte noch die Axt werfen. Wo hat er denn gespeichert? Dann können wir die Schwierigkeit auch wieder nochmal stellen. Okay, ja gut. Machen das nochmal. Hier. Machen wir da wieder auf ausgeglichen. Ja, ist okay. Laden wir nochmal. Moment. Hat er das da oben jetzt gespeichert? Nee, das hat er auch nicht gespeichert. Okay. Und was war das nochmal machen? Falsche Waffe. Oh doch, die Truhe hat er tatsächlich gespeichert, aber nicht die Ranken. Okay. Pflanzen verhalten sich wie die Hohnstangen, die wir einst im Vorland von Midgard fanden. Die
Tour hat er auch gespeichert, okay. Tja, wenn man bedenkt, wie Spartaner sind, ist es kein Wunder, dass du so brav bist. Dein Schicksal war vorbestimmt. Man kann sein Schicksal ändern. Das dachte ich auch immer. Als die Nornen das Schicksal meines Sohnes weissagten, wollte ich es ändern. Du weißt, was das für ein Ende war. Die Nornen sind die Mäuren dieser Welten. Ganz genau. Der Prophezeiung zu trotzen ist riskant. So, jetzt aber. Zack. Und jetzt runter. Ein Schild getränkt mit dem strahlenden Licht tausender verglühender Sterne. Klingt ja auch nett. Okay, Rune ist mehr, aber dafür Vitalität auf null. Schmetterstern-Schild. Ein Schild, um mobil zu bleiben und aufzuladen. Ja, zweimal an, um Gegner mit einem Schildhieb zurückzudrängen. Bei voller Ladung ist der Hieb stärker. Ich hätte gern meine Vitalität weiterhin, auch wenn sie nicht viel ist. Ah, nein, das war dumm. Ah! Mann, ey. Oh, das war schon wieder so eine Reflex, ey. Ich hoffe, er hat die Tour wenigstens gespeichert. Oh. Ich müsste den Stream mit der Benny Hill Musik untermalen, ey. Diese Pflanzen verhalten sich wie die Wohnstangen, die wir einst im Urland von Midgard. Oh, das wusste ich ja noch gar nicht, Freya. Erzähl mir mehr. Tja, wenn man bedenkt, wie Spartaner sind, ist es kein Wunder, dass du so gewahrt bist. Dein Schicksal war vorbestimmt. Man kann sein Schicksal ändern. Das dachte ich auch immer. Als die Nornen das Schicksal meines Sohnes weissagten, wollte ich es ändern. Du weißt, was das für ein Ende nahm. Die Nornen sind die Mäuren dieser Welten. Ah, da wenigstens genau. Gespeichert. Der Prophezeiung zu trotzen ist riskant. Atreus gäbe dir bei den Prophezeiungen recht. Stirbt blind in sein von Riesen geweissagtes Schicksal. Verschwindet für zwei Tage. Sich als die Streiter beweisen, der bei Ragnarök kämpft. Wie bitte? Ich kenne alle Ragnarök-Prophezeiungen. Es gibt keinen Streiter der Riesen. Groa hatte diese verborgen. Wegen dieses Streiters rafft Ragnarök die Welten nicht dahin. Nur Asgard wird fallen. Und Odin. Obwohl Odin also die ganze Zeit so von Ragnarök besessen war, fehlt ihm also ein wichtiger Baustein. Gut gemacht, Groa. Aus trotzdem Kacke, wenn wir darauf gehen. Du stellst dich noch gegen das Schicksal? Selbst wenn es einen Sieg vorhersagt? Mein Sohn zieht nicht in den Krieg. Er ist kein Spartaner. Dabei soll es auch bleiben. Ich glaube, das entscheidest nicht du. Sohn zu beschützen. Ist meine Tragödie dir nicht Lehre genug? Wir sollten unsere Zeit mit ihnen verbringen, nicht damit, das Schicksal zu bekämpfen. Man weiß nie, wann jemand... Ja. Ich bin ein Odin-Vogel. Oder mir war nur so. Kommen wir da dran? Ja, das geht. Ich weiß noch nicht, wofür wir... Ah, dafür brauchen wir das. Okay. Ich glaube, wir müssen uns noch einmal ein weiter schubsen. Über diese Insel solltest du besser an die Fackel herankommen. Nicht wahr? Das ist zu weit. Obwohl, von unten geht's. Kann ich... Ah nee, das ist alles Schlamm und... Ah, okay.
Okay. Da kommen wir noch nicht hin. Okay, gut. Dann müssen wir das wohl von hier machen. Dann wahrscheinlich rüber. Oder sieht gut aus. Naja, fast. Okay, ich habe noch nicht so ganz das Timing raus. Zack. Geht das? Naja, das, jetzt hat er schon wieder zu wenig Schwung. Okay. Oh, ich kämpfe auch nicht mal mehr. Ich glaube, mir ist einfach zu warm mittlerweile. Um denken zu können. So. Zack. Jetzt gebe ich ihm gleich nochmal ein bisschen Aufschwung. Zu spät. Mann. Komm schon! Mann, ich hab's berührt! Schwingt gerade so gut. Oh. Scheiß Kackrätsel. Mach. Ich hab keine Lust mehr. Was ist das für ein Scheiß? Freya, ey, du kannst doch zaubern. Mach doch mal. Ich sag ja, jetzt bin ich die Hasserfüllte nach diesen scheiß Drauger-Dingen. Das geht nicht. So. Und dann. Nee. Kann ich das festhalten und gleichzeitig drehen? Ja. Bis sich der Teil aber auch dreht. Ich habe keine Lust mehr. So, dreh dich. Es geht ja kaum nach vorne. Mir ist so warm, ey. Kasse die Sätze. Dahin. Schwang das aber ganz gut. Mann! Schweift halt immer nur so dran vorbei. Hm.
Ah, vielleicht von hier. Wenn man das noch treffen würde. Aber von hier können wir mal mehr springen. Das ist auch schon wieder ein scheiß Timing. Mann, was soll denn das? Kann ich jetzt rüberspringen? Nee. Achso, das Ding war ja vorher schon da. Kann ich nicht rüberspringen, gleichzeitig meine Chaos-Klingen rausholen und das selber verbrennen? Mann, Kratos, ey. Ein unagiler alter Mann. Kann nicht sein. Was brennt hier unter mir eigentlich? Keine Ahnung. Hier setzen wir nochmal andersrum. Erstmal ziehen. Dann nach vorne. Ja, okay. Habe ich mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Mach's noch kaputt. Rüberschwingen. Ich kann es probieren, vielleicht hilft es ja. Wenn ich treffen würde. Aber es nimmt ja den Schwung nicht mal mit, wenn ich das Ding drehe. Was ist denn für ein Scheiß hier? So, jetzt ist eigentlich gut. Was kommt der da nicht gegen? Schwimmen kannst du ja an einer Plattform. Aber hilft mir das irgendwie? Mit zerbrochener Rune. So, das eine Ding brennt schon mal, was gut ist. Ich kann mal das Ding noch irgendwie anzünden. Irgendwo hatte ich noch eins gesehen. Ach, von hier! Ach, sag doch doch gleich, Freya. Mann. Kann ich mir irgendwas anzünden? Weiß nicht mehr, wo war denn das dritte Ding? Ich glaube auf der anderen Seite, ne? Okay, Moment, ich drehe das nochmal. Das hab ich gar nicht gesehen, ey. So, erstmal nach links. Verschwenden wir nicht noch mehr Zeit. Halt die Schnauze. Alter, ich halt die Schnauze. So. Meine Güte, ey, das sind auch anspruchsvolle Ranken. Gehen wir jetzt über die Brücke. Ah, falsch gedreht. Naja. Kann ich das von hier aus machen? Nein, natürlich nicht. Okay, gehen wir wieder zurück. Oh, mein Controller gibt auf. Gucken, wie lange er noch durchhält. Okay,
Moment, ich muss mal ein Ladekabel suchen. Einen Moment, bin gleich zurück. Vielleicht sollte ich mir mal einen zweiten Controller holen. Ah, die sind so teuer. Apropos teuer, hat sich irgendwer diesen Edge-Controller? Das ist auch noch einer, ne? Ah, da kriegt der Teil auf jeden Fall nicht hin. Achso, wir können hier runtergehen, glaube ich. Wie kannst ausgerechnet du von allen Lebenden vor Krieg zurückschrecken? Nach all den Göttern, die du getötet hast? Ich kenne den Krieg und seinen Preis. Nach dem, was ich zahlte, um einen zu machen, zieh dich um, Kratos. Das geschieht. Ein Huan. Okay. Das wahre Böse ist erkämpft. Na schön. Jetzt aber zurück zur Sache. Dreifach schlau. Na, das will ich ja mal behaupten. Für immer dieser Edge-Controller, der irgendwie 240 Euro kosten soll, wo ich mir auch so denke, what the fuck? Ist der das überhaupt wert, so viel Geld? Das ist ein bisschen insane. Okay, du willst da lang, dann geh doch erst wieder in die Richtung. Ist hier unten noch irgendwas? Ein bisschen. Silber, okay. Ich fand das irgendwie auch so witzig. Ich hatte letztens irgendwie eine Story von einer Influencerin gesehen, also von einer Mutter, die halt auch so ein bisschen so ihre Kinder vermarktet. Die hatte ihrem Sohn auch so einen, den Edge-Controller für die PS5 gekauft wegen guter schulischer Leistung. Ich dachte mir so, wow, ich habe damals vielleicht 5 Euro oder so bekommen. Das war halt auch so, okay. Habe ich wieder gemerkt, dass meine Eltern nicht reich sind. Das ist schon, ja. Ich frage mich echt, was daran so gut ist, dass er 240 Tacken kosten muss. Oh nein. Ich krieg nicht mal 2 Minuten Ruhe in dem Spiel. Einer von Odins Hauptmännern. Ja. Mach dich bereit. Oh, ich wollte mir noch an der Nase kratzen, Mann. Lass mich doch mal in Ruhe hier. Yeah, Rage! Rage! Oh Gott. Bin ich schon tot? Nee. Das wär's jetzt. Oh, meine Lebensanzeige. Muss mal wieder sehr spannend machen hier. Oh mein Gott. Mir von den Einherjar geworfene Klinge ist ein Synonym für den Tod. Das heißt, es gibt keine Oberfläche, die sie nicht durchdringt. Ja, das ist ja schön. Da hinten liegt Leben. Das ist ein schönes Spiel, danke. Ja, das ist sehr offensichtlich. Ragnarök macht deinen Verlust nicht wieder gut. So wenig wie mein Tod. Für heute habe ich genug Binsenweisheiten aus deinem Mund gehört. Könntest du bitte einfach still sein und töten? Das mache ich doch sonst immer. Einmal, wenn Kratos reden möchte, darf er nicht. Yay, noch eine Truhe. Jetzt komm!
fühle mich schon wie Atreus. Na, du Pflanze, sehe ich doch. Toll, jetzt verhake ich mich hier auch noch mit diesen 50 Kabeln. Oh nein, jetzt geht das schon wieder los. Oh, aber diesmal kann ich hier auch runterspringen. Ja, das habe ich zu spät gesehen. Und diese Scheißpflanzen. Mies, ey. So, Truhe Nummer 2. Was kann ich denn hier machen? Ah, kann Dinge einreißen. Damit ich das drehen kann, okay. Cool. Hochklettern. Ich sollte vielleicht erstmal gucken, wo ich hin muss, wa? Oh, hier geht's schon hoch. Okay. Moment, wenn das Spiel will, dass ich da hochgehe, gehe ich erstmal wieder hier hoch. Ah. Das war mein Instinkt. Direkt zur Truhe und alles richtig machen. Scheiß Blume. Quietsch, quietsch. Ein Feuerblitz mit großer Reichweite, der moderaten Brandschaden verursacht. Mhm. Auch nicht schlecht. 66 Sekunden. Flammendes Leids haben wir gerade, was ganz cool ist. Das macht von allem so ein bisschen was gerade. Das macht nochmal hartes Vergeltung. Ah. Einfach so ein Stich. Na komm, nehmen wir mal Helios Fackel. Mal gucken, wie das so aussieht. So. Hätten wir das. Gucken wir von hier wieder runter. Ja. Trag mir nicht wieder auf zu töten. Was? Ich töte, um meinen Sohn zu schützen, meinen Freunden zu helfen. Aber ich bin niemandes Monster. Nie wieder. Das ist nicht deine Entscheidung. Nicht mit dem, was du mir schuldest. Ich bin nicht wegen Schulden hier. Ich hätte dir immer geholfen. Es wurde mir so vieles genommen. Und das soll ich einfach so hinnehmen? Freya. Genug. Das sieht schon wieder nach Kampf aus hier. Ja.
hier ist wieder zu. Kriegen die Lasrufers Pilze nicht weg. Okay. Gehen wir. Wir müssen nur durch die Tür. Ja, ich komme ja schon. Wie schön das aussieht mit den Farben.